Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Teil Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute in LS15 auf der Map Thüringer Oberlande 1988 zusammen mit dem McMahon aus den Sachsen Let's Play, den Werner von Burning Gamers und der Tom. Hallo. Hi, Leute. Hallo. Da 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 da. So. Tom? Ja? Willst du mal ganz kurz in den Deutsch reinswitchen, bitte? Mit den Ballen und mir sagen, wo ich das abladen muss. Oder bin ich komplett falsch? Nee, normalerweise bist du genau richtig und es müsste theoretisch hier in Ballen Attacher verbaut sein. Gut, ja, dann müssen wir aber die... Weg sind sie. Einfach U drücken. Alles klar, it's magic. Dankeschön. Spirit Fingers. Gibt's irgendwo eine Anzeige, wo ich das sehe? Oh, dass er das so und so bekommt? Ja. Moment mal. Rustikal, Zeiger hoch, Zeiger runter. Ah, ich sitze gerade auf dem Missband. Wir sollten mal vielleicht, wenn wir eine Stunde mieten, nicht auf 5 laufen lassen. Ja, kann man machen, ne? 13 Minuten ist die Sache gegessen. Scheiße. Das war ein bisschen fail gerade. Da 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 da. So, ja, der Güllebotte hier ist aber auch schon voll, ne? Was? Wer ist voll? Der Güllebotte hier, wo ich bin. Das ist der Gülle-Verkaufstrigger, der ganz normale. Und dort unten hast du auch nochmal einen Gras-Verkaufstrigger und einen Mist-Verkaufstrigger. Hast du das gebaut? Nee, das sind Mods von anderen. Aus vielen Sachen halt gesucht und eingebaut und funktionsfähig gemacht. Kombinationen hat immer zusammengestellt. Was? Alter, Mond hast auch einen kleinen reingebaut, ne? Ja, das ist nicht der originale Himmel, ja. Das sieht gut aus. Habt ihr mal den Mond gesehen, Jungs? Moment. Gerade angeguckt. Oh, nice. Achso, scheiße, ich wollte zum Bier. Haben wir denn schon mal einen Mond gesehen im LS15? Weiß ich gar nicht, ich glaube nicht. So, eine Fuhre Ballen sind jetzt weggebracht. Dann komme ich zu dir jetzt, Tom, Stroh sammeln, ne? Ja, mit Ladewagen wird es günstig, da weiter gibt's. So. Da hinten gibt es einen Schleichweg am Kartenrand lang. Ja, das habe ich auch gedacht und dann schalte ich vor der Map-Grenze. Nee, jetzt links abbiegen an der Unterkante vom Feld 10 lang. Dann komme ich über so eine kleine Brücke drüber, ne? Ja. Ah, okay, das ist, so bin da ich. Da kommst du genau am Feld 8, 9 raus. Alles klar. So, ich würde jetzt einmal Bier laden. Ja. Aber laden, Tino, ne? Ja, ja. Nicht den Führer ausladen. Hier kommt eine Kiste im Führerhaus, geht immer. So. Okay, der lädt das ja automatisch hier, ne? Wie ich gerade sehe. Ja, ja. Das sind die UPK-Sachen, ja. Oh. Boah, das war knapp. Wir haben da ein fleißiges Helferchen, der das alles reinpackt. Juhu! Eine Frage noch, wo sollte das Bier jetzt hin? MDS-Hof, dort wo du die Fahrzeuge rückgibst, der große Platz ist das oben, ja, bist schon beim Händler oben. Die 18 Bilder, sagt dir das was? Ja, ja. So. Bist du doch genau jung, mein Gott. Mensch, gucke doch mal, U18. So. Na gut, dann fahren wir einmal hier ran. Oh, jetzt hier, scharfe Kurve. Mit so einem großen Gespann die Kurven weit ausfahren. Mach da. Dum, dum, da, da, dum. 40.000 Liter Weißbier, meine Freunde. Boah. Das ist meine Ansage, oder? Das überlebst du nicht. Das gibt richtig Schotter, oder? Ja, wir müssen ja warten. Das kommt ja immer stundenweise rein, ne? Lol, stimmt. So wurde mir das Glas. Mir wurde das so vom Modder erklärt. Richtig. 7.500 Liter gehen dann pro Stunde weg und werden in entsprechendes Geld umgewandelt. Wie hast du ja gesagt, ist der Kurs 4 Euro noch was, oder? Oder 4. 3 Euro? Naja, nee, 3,52, 3 mit dem Käse war 4,50. Weil Käse dauert der längste der Produktion, das ist immer. Der gute Cheddar, ja, ja. Cheddar? Weiß ich nicht. Ja, ich bin generell nicht so der Käsefreund. Oh, nein? Da hast du noch keinen gegessen. Ja, also die normalen, ne? Alles okay, so Gouda und so ein Zeug.
Aber so, das muss richtig nach Fuß riechen. Nee, oh, naja. Oh. Doch, kannst richtig du jagen, nach Fuß muss der stinken. Nee. Das sind die Geißen, das sage ich dir. Manus, komm mal schnell hier aufsammeln. Was soll ich machen? Ja, Manus, komm mal schnell. So, was denn? Werner. Ja. Wo denn? Was? Gut. Alles gut. Hä? Ach, Manus, sei ruhig. Was? Platten? Was war denn jetzt? Nein, ich dachte, du wärst in den Ballenwagen und sammelst die Ballen auf. Deswegen sagte ich gerade, komm mal schnell her und sammel den auf, weil er genau bei mir im Weg lag. Ach so. Verstehe. Aber was war der? Mit dem Pushmod hättest du es selber machen können. Ja, ich hab's schon selber probiert vorhin einmal. Da habe ich ein bisschen rumgebackt mit dem Ding. Und deswegen habe ich gedacht, mit dem Pushmod. Aber den haben wir nicht. Schade. Pushmod ist deine Welt, ne? Wenn wir andere Mitspieler um den Schubs gehen. Das geht leider nicht. Wäre das echt ganz cool. Ich bin ja gespannt, was das Spaß-Gimmick im 17er kann. Das wird Basketball oder wie ist das? Basketball, Körbe werfen, ja, ne? Da bin ich ja gespannt. Ein paar Körbe werfen auf jeden Fall, ja. So, wo war jetzt die Abladestelle? Hier, nee, Moment. Genau zwischen den zwei blauen Toren. Bist du jetzt schon fertig? Ja, warum? Ja, das Ding zusammengeklappt hast. Ja, weil sonst hätte ich hier am Baum rumgebackt und ich hatte einfach keinen Bock darauf, den Manus zu rufen, dass er mir retten soll. Hast du gerade abgekoppelt? Ja, ich muss tanken, sonst sitze ich gleich oben da ohne Sprit und dann kriege ich wieder vom Aus was zu blauen Toren? Du hast schon ein schwieriges Leben, ne? Ja, alter Rede, ey. warte mal, bin ich hier ach, da. Okay, alles klar, ja. Willst du mal ein Buch schreiben? Ich, ne. Okay. Was soll er da reinschreiben? Weiß ich nicht. Außerdem kann ich sie nicht schreiben, da wären nur Bilder drin. Mit der Manus das auch versteht. Jo. Ja. Ist klar. So, warte mal, aber wie ging das jetzt mit der Abladen? What? Wow, was hat denn jetzt gemacht, ey? Dann kommt ein Abladesymbol. Zwischen den zwei blauen. Hab's. So. Oder es war kommt auch immer auf die Fahrzeuge drauf an, wie groß die sind, dass die Trigger auch richtig erkannt werden. Deswegen manchmal vor, zurückfahren. Kino? Teilweise sind zwei Trigger ineinander übereinander. Ja. Switch mal den Deutsch rein bitte und lad die Ballen ab. Ich habe kein Auswahlmenü leider. Dankeschön. Kann dir auch sagen, warum du keins hattest? Warum? Weil du musst dann nochmal X drücken. Du musst, warte mal ganz kurz, dann schon mal rein. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie rum es war. Du musst den Arbeitsmodus aushaben. Ach so. Geh mal rein und guck mal, wenn du mit X umschaltest, siehst du, ändert sich die Auswahl. Wenn du den Arbeitsmodus aushast. Ändert sich bei mir gar nichts. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich das Gamepad angeschlossen habe. Und da irgendwelche Tasten angezeigt werden. Aber ist egal. Okay, achso. Du musst es halt nochmal abladen jetzt, ne? Ja. So, sehr gut, dankeschön. So. Sehr schön. So, der Auflieger macht sich sehr gut. Also ich würde den tatsächlich empfehlen zum Kauf. Jetzt weiß ich nicht, ob wir die Mietdauer verlängern um eine Stunde oder ob wir dann einfach ein bisschen vorspulen, um auch aus der Nacht rauszukommen. Spricht das gegen, dass wir vorspulen? Ich denke mal 1-2 Stunden, um mal ein bisschen Bier loszuwerden. Ja, vor allem muss er. Nee, denken, warte mal, du hast jetzt bloß Weißbier. War da noch die zweite Biersorte dort? Ja. Dann fahr von der zweiten Biersorte dort noch eine Ladung hin. Weil dann wirst du zweimal den gleichen Preis kriegen. Ah, okay. Das ist cool, aber dann müssen wir die Mietzeit tatsächlich verlängern. Das reicht nicht. Und dann den zweitbesten Preis mit dem Bier gibt's beim Ferienheim. Also dättest du nochmal zwei Ladungen loskriegen. Hat er gerade Ferienheim gesagt? Ferienheim. Okay, alles klar. Okay, Werner, warst du nie im Ferienheim? Also, wir waren da gute. Ja. aber
Gibt's da auch nach und nach Verkauf oder ist Fanhand direkt? Ja, das ist auch nach und nach Verkauf, aber dann hast du schon mal 4 Ladungen, die du zum guten Preis wegkriegst. Hm, verstehe ich. Okay. Das Sticker hier im Deutsch ist auch geil. Butter, Brot und Bier machen wir. Tja. Ach ja. Geht die Tür jetzt? Ja, Deutsch ist schon, ne? Oh, da geht er wirklich. Auf Deutsch geht er ab, ne? Da ist vorbei. Da würde er sich gerne ein bisschen am Schnibbi ziehen. Gleich mal ein Hörnchen, ey. Ja, da kriegt das Hörnchen. Hörnchen ist auch geil. Ja. Der Hörnchen für sie. Dum, 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 dum. So, hier müssen wir einmal abbiegen. Achso, das ist natürlich gut, wenn wir jetzt. Oh, wow. Wenn wir jetzt ein bisschen vorspulen, dann. Weil dann ist vielleicht auch wieder Mehl in der Mühle abzuholen. Ja. Und noch andere Sachen. Da wird wahrscheinlich wieder Bier zum Wegbringen sein und all solche Geschichten. Hast du gemacht oder hat er automatisch gemacht? Oh lol. Ich habe noch einen gemietet. Ist das dämlich? Wie kann ich den verlängern, den ich jetzt habe? Wird automatisch gemacht eigentlich. Ja, da tut sich automatisch, aber das ist der Preis teurer. Ich steige mal aus und drück U. U? Ja. Nee, Car Wars. Entschuldige, Car Wars. Car Wars? Steigt da mal, das heißt Star Wars. Nee, wenn du ausgestiegen bist, K drücken. Und dann siehst du, dass das der erste... Ja. 3 Minuten läuft. Und Mietzeit dann verlängern. Du die Mietzeit verlängern. So rum war's. Ah, kostet 128, das mache ich. Ja, und eben. Den zweiten gebe ich zurück, ja? Den kannst du sofort zurückgeben. Da wollte er mit dem Anhänger noch fahren, am Anhänger. Okay, alles klar. Jetzt ist mein Anhänger weg. Dann hast du den falschen zurückgegeben. Ist ein Schatz, einmal oder? Mit Profis, ne? Einmal. Och, nur. Nö, ey. Das ist jetzt aber fies. Das ist noch 128. Nee, da steht ja jetzt oben der andere. Achso, ja gut. Dann musst du den einen zurücksetzen. Das mache ich jetzt auch, weißt du das? Den setze ich jetzt wirklich zurück. Da kennt auch nichts. Nee, da kenne ich nicht. So, da oben. Fahrzeug zurücksetzen, nuklear, dann auf geht's. Hat die Mietzeit für Kühlerflieger um 0 Tage schon. Hier kommt immer die Meldung, wenn du ein Fahrzeug zurücksetzt, was gemietet ist. Alles klar. Ich habe nur noch 50 Liter. Ich glaube, ich muss mal an unserer heimischen Tankstelle einrücken. Der Ural, der ist nämlich ziemlich durstig. Ja, das schluckt auch ganz gut, das Lecker, wie gehört. Mhm. Na, in guten Zeiten 1:1. Ja, das stimmt. Ach ja. Breezy, was gibt's Neues? Erzähl uns was. Ja, okay. Werner, bei dir? Ja. Nee, sag mal für sie. Gar nichts? Das, nö. Ach Mann. Bist eine lahme Nudel geworden. Born. Wieso spielst du eigentlich noch den Bausimulator? Ja, sicher. Gut, oder? Hat zwar versucht, ihn abzuwürgen, aber... da kommt wohl jetzt noch ein... Wann kommt die Folge? Es ist gestern, glaube ich, ein DLC noch rausgekommen. Was? Ja. Echt? Für ein Bausim? Für ein Bausim, ja. Was für ein DLC? Weiß nicht, ich habe nur gehört, dass eins kommt. Ich werde das auch zeigen, aber was da genau drin ist, weiß ich nicht. Okay. Das ist immer noch supporten, wundert mich. Ja, also die machen das echt gut, ey. Also doch ein geiles Game eigentlich. Doch. Das Einzige, das mich ein bisschen stört, ist, dass die gebauten Sachen nicht da bleiben auf Dauer. Weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt eine Brücke baust, dann ein Fußballstadion, beim nächsten Laden ist es weg. Naja, Performance. Das ist halt einfach so, ja. Weiß nicht. Sonst finde ich das eine geile Sache. Also es war das Spiel mit den meisten Bugs, also... Ja, das ist ja das Lustige daran, Alter. Du hast auch, wenn du dich ein bisschen zu sehr berührt hast, bist du 3 Kilometer weit geflogen und solche Geschichten. Ne? Also, dass ich da schon Sachen gesehen habe.
Ja, haben irgendwas fürs Hotel gebaut, irgend so ein Bungalow oder so. Und ich fahre rückwärts gegen Kollegen, bam, und auf einmal fliege ich über das Hotel. Wuh. Sau geil, Alter. da. Ach, halt's Maul, Alter. Was denn? Fliege ich über das Hotel? Hui! Der Freeze ist halt nicht gut drauf. Seht ihr schon? Gut drauf. Er ist immer gleich Ja? enraged, ey. Bin gar nicht enraged, Alter. So, das mit der Tafel verstehe ich nicht, Tom. Muss ich dir leider so sagen. Das mit Na, der das was? eine ist Input und das andere ist Output. Ja, aber das ist bei mir beides ganz unten. Ja, bei 500.000 Liter Gesamtfüllmenge, die eingetragen Oh, ist, nee, ungefähr du. 26.000 drin, da kann sich noch nichts rühren. Ja, toll. Ich freue mich wieder Weihnachtsmann, ne? Und dann ist nichts hier. Aber du kannst jetzt erstmal freuen über die Abmoderation von Füsi. Oh, geil. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schaut zur nächsten Folge wieder vorbei, schaut bei den anderen zwei vorbei, stehen unten in der Videobeschreibung. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschaußen. Tschüss. Tschüss.